Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Karrieremodus mit dem FC Bayern, Leute. Heute geht's weiter, aber erstmal mit der deutschen Nationalmannschaft. Denn Qualifikation steht an, Leute, gegen Russland und gegen die Türkei. Aber bislang läuft es sehr gut. Danach geht's gegen Liverpool noch. Gegen Hannover im DFB-Pokal Achtelfinale, also ja, jetzt nicht die allerheftigsten Spiele, die anstehen, Leute. Lasst mir mal gerne ein Like da, Leute, falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, macht die 1 Milliarde Likes, wie immer voll, und checkt gerne, wenn ihr Bock habt, den Shop aus für die nice Designs in schwarz und weiß. Warum ist der eine Bändel hier so lang, Alter, what the fuck, was ist da los? Also checkt mal gerne den Shop aus, ja, nice Designs, schwarz, weiß, als T-Shirt, Pullover in Orange, in Grün, in Rot, in Blau, ja, wie immer in den 4 Farben. Ihr wisst Bescheid, Leute, checkt's gerne aus, Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe haben wir am Start und Handyhüllen, ja, gibt's auch, Leute. Orange, Blau, Rot und Grün. Und gratis Autogrammkarte natürlich auch. Also wer Lust hat, gerne abchecken, Mann. Ich würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein ins erste Spiel, Mann. Ganz entspannt. Das ist die Aufstellung. Beziehungsweise, ja doch. Hä? Die B11. Na gut, in der A11 ist Neuer noch drin. In der B11. Eigentlich die B11 ist mittlerweile zur A11 geworden, wenn man ehrlich ist. So werden wir spielen, Leute, ja. So werden wir spielen, Leute, gegen Russland. Russland auf Platz 3. Punktgleich mit Portugal. 7 Punkte beide. Nicht zu unterschätzen vielleicht. Wer weiß, Alter, die Russen. Nicht zu unterschätzen. Ihr seht es, 1:1, Alter. Boah, es war aber nicht so das beste Spiel von uns. Reus per Elfer zum 1:0. Und dann verschießt er knapp 19 Minuten später den zweiten Elfer. Hätte er vielleicht mehr oder weniger schon alles klar machen können. Miranchuk mit dem 1:1 in der 54. Lunev verletzt sich nur in der 70. Konnte aber weiterspielen. Es bleibt beim 1:1. Na ja, gut. Der erste Punktverlust, Leute. Der erste Punktverlust in diesem Jahr. Ja, in diesem Jahr. Was heißt in diesem Jahr? Ich weiß nicht. Ja, doch, schon in diesem Jahr. Und halt in dieser Quali, ne? Ihr wisst, wie es meinen, Leute. Von daher, okay. Warum lädt das gerade so lang? Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt geht's weiter. Kann man mit leben. Ich meine, wir sind immer noch weit vorne. Obwohl, Portugal könnte natürlich jetzt rankommen. Oh, gescoutete Spieler. Boah, ich habe schon ein bisschen länger nicht mehr aufgenommen jetzt. Transferangebot für Neuer haben wir auch bekommen. Warte mal, haben wir uns da schon drum gekümmert? Nee, haben wir nicht. Ajo. Das sollen wir mal machen. Wir wollten Neuer ja verkaufen beim nächsten Angebot, auch für die 27 Millionen, weil wir sonst wahrscheinlich nicht mehr für den mehr bekommen werden und weil der Vertrag ausläuft. Deswegen werden wir das Angebot von Valencia jetzt annehmen, ja. Bringt jetzt nichts. Ich könnte jetzt wieder hier versuchen, 29 zu verlangen, aber das haben wir schon von 20.000 Vereinen gefühlt verlangt und die haben alle Nein gesagt. Und ob wir jetzt 27 oder 29 bekommen, ist mir ehrlich, ist dann auch egal, ne. Deswegen, Manuel Neuer also verkauft zu Valencia, also noch nicht, aber ne, der Deal sollte, denke ich mal, jetzt durchgehen. Dann geht es in die Türkei. Oh, Türkei auch, jawohl, 4 Punkte geht's. Trainingsverletzung, Joshua Kimmich, das, ne, jetzt, das, ich dachte, das wäre schon, oder war das jetzt frisch, 1.11.? Was haben wir denn gerade hier? Geht's, 3 Wochen, wie lange fällt er aus, 3 Wochen oder was? Wird nur noch ein bisschen fehlen hier. Oh, das ist schon wieder fit, ich weiß gar nicht, Alter. Was stand da? 3 Wochen? Keine Ahnung, Alter. Pavard geht hoch auf 84, nice, Alvedo und Moyes kennen auch ein Stück hochgegangen. Fresh, Alter. Fresh, fresh. Dann wollen wir nochmal schauen jetzt, wie es gegen die Türkei läuft. Türkei muss eigentlich jetzt gewinnen. Oh, Portugal hat gewonnen, sind auf 3 Punkte ans Ran. Also eigentlich muss die Türkei gewinnen, um weiter oben dran zu bleiben. Also wie gesagt, das ist wirklich, ohne Scheiß, das ist die heftigste Quali-Gruppe, die ich jemals hatte. Ja, weil eigentlich, wenn man ehrlich ist, Deutschland, Portugal, Russland, Wales, Türkei, das sind 5 von 6 Teams, die eigentlich so gut wie, na nicht immer, aber die eigentlich sehr, sehr häufig dabei sind und die Chance haben, sich zu qualifizieren überhaupt. Finnland natürlich mehr oder weniger sehr abgeschlagen. Ich weiß noch nicht, warum man die anderen Tabellen nicht gucken kann. Das ist irgendwie ein bisschen schade, Mann. Ich kann nicht die anderen Quali-Gruppen gucken. Check ich nicht, Alter. Wäre eigentlich geil, Mann. Das ging früher, Mann. Ich weiß nicht, vielleicht geht es irgendwo auf einer anderen weiteren Statistik noch, aber na, ist jetzt auch egal, Leute. Wir gehen jetzt erstmal ins zweite Spiel gegen die Türkei. Also die Türkei muss eigentlich gegen uns jetzt gewinnen, weil sonst, das ist das 6. Spiel, sind zwar noch 4, aber sonst wird es... Boah, Sané verletzt sich, scheiße, nach 2 Minuten. Wurde, aber nicht... Doch, man wurde ausgewechselt, hä? WTF, ah da, in der 61. wurde ausgewechselt. Meine Facecam ist so riesig darüber, deswegen habe ich es kaum gesehen. So, Reus noch dann in der 66 mit dem 1:0. Knapper Sieg für uns. Portugal gegen Russland 2:1 gewonnen. Damit sollten wir und Portugal höchstwahrscheinlich schon mehr oder weniger durch sein. Rein rechnerisch glaube ich noch nicht, aber so eigentlich müsste das Ding klar sein. Müssen wir uns später nochmal die Tabelle anschauen. Scheiße, Leroy Sané hat sich verletzt. Immer in Verletzungen, wird er lange ausfallen, ne? 2 Monate geht's. Ah, ist okay, 2 Monate kann man mit arbeiten. Na gut, arbeiten kann man damit nicht, kann man mit leben, das wollte ich eigentlich sagen. Arbeiten können wir mit Sané jetzt momentan nicht, weil der 2 Monate ausfällt. Kacke gelaufen. Da müssen wir in der... Boah,
Wie packen wir dann jetzt in der Nationalmannschaft rein, ey? Obwohl, ich habe eine Idee, ey. Ja, könnte vielleicht Brandt. Ja, doch, Brandt kann eigentlich auch links spielen, ne? Genau, Havertz kann rechts spielen. Na ja, gut, dann packen wir. Ja, komm, machen wir es so. Machen wir Brandt auf Link, Flügel, was soll's. Goretzka dann ins Mittelfeld ist auch, denke ich mal, eine ganz gute Lösung. Ist okay. Bei Bayern sollten wir, glaube ich, eher wenig Probleme bekommen. Ja, da sollten wir, glaube ich. Ja, doch, noch ein bisschen. Ach, Kimmich ist nur für 3 Tage ausgefallen. Ich habe eben von 3 Wochen gesprochen. Was laber ich da? Wir sind nur Sechster momentan, ne? Stimmt, Alter. Liga läuft richtig kritisch. Aber richtig Angebot für Pavard zurückgezogen und 3 Scouting-Updates. Dann wollen wir nochmal schauen, wen haben wir denn hier noch Feines? Ist hier der ein oder andere zu gebrauchen? Ah, der hier sieht okay aus. Kann man mal mitnehmen. Kann man mal die Chance geben. Dem hier eigentlich auch. Und dem hier unten. Eigentlich nicht, aber komm, geben wir auch mal die Chance. Wir haben ja momentan, glaube ich, nicht so viele Spieler, deswegen können wir dem einen oder anderen hier einfach mal, obwohl doch, wir haben schon ein paar da letztens auch verpflichtet, doch, unsere Mannschaft ist relativ voll eigentlich gerade sogar. Müssen wir gleich nochmal schauen, aber eigentlich meine ich, ist die momentan relativ voll, aber wir nehmen noch ein paar mit. Grüne, Torben Grüne, wir haben schon einen Grüne gehabt, der auch gut, jetzt die Mannschaft voll Mist. Shit, jetzt müssen wir irgendwie einen auspacken, aber hier ist, na gut. Aber wohl, der hat noch 93 Potenzial, ja, ist doch nicht verkehrt. Der hier, ich glaube, den können wir freigeben. Tut mir leid, Bro, aber das wird, glaube ich, nichts. Genauso wenig, wie das mit dem hier, glaube ich, irgendwas geben wird. Und den Rest lassen wir dann erstmal. Okay, dann haben wir diesen Grünen mit, weil ihr wisst es, wir haben schon einen Grünen, aber das ist in der Dortmund-Karriere, glaube ich. Boah, 1,95, Alter, krass. Nicht schlecht. Und der konnte auch, also das war nicht ein Torhüter oder so, weil der war auch irgendwie da im Mittelfeld einsetzbar. Oh, könnte ganz, ganz frech sein. Okay, letzten Spieler hier von Frankreich. Da ist keiner dabei. Jo, danke dafür, Alter. Korrekt. Okay, dann wollen wir jetzt mal ganz kurz, wir gucken uns nochmal die Mannschaft an auf entspannt. Wo ist er denn hier? Die Jugendmannschaft. Da haben wir den Torben Grüning abgehabt. Die beiden können wir eigentlich auch abgeben. Hier ist er. Ja, ist okay, man. 58, 94 Potenzial. Aber 1,95, richtige Kante, Alter. Aber eine richtige Kante, Mann. Aber ich glaube, so richtig, wir haben ja eben schon die Spieler kurz gesehen. Den haben wir schon ein bisschen länger, Acevedo. So richtig kranker war jetzt, glaube ich, unter denen nicht dabei, die wir gerade geholt haben. Oder war das der hier, Bruno Fernandes, haben wir den geholt? Der scheint nicht schlecht zu sein. Also 400.000 Mark, das geht klar. Boah, könnte was geben, müssen wir aber sonst, das war's, ey. Na, müssen wir mal abwarten. So, lass uns mal kurz schauen, was ansteht. Und zwar, Gladbach steht an, Dynamo Kiew steht an, Hertha steht an, danach steht dann Liverpool an. Das wird interessant. Danach steht Hannover 96 an. Das sind jetzt erstmal so die wichtigen Spiele, sagen wir mal so. Ja, die sehr wichtigen Spiele. So, jetzt geht es aber erstmal gegen Gladbach. Oh, Gladbach ist Dritter. Gladbach ist momentan Dritter. Ist ja relativ eng da oben alles. Aber wir müssen jetzt mal gewinnen hier. Weil sonst wird es langsam kritisch. Wir packen mal Kingsley Coman rein. Ey, es gab ein Update, seht ihr das? Karrieremodus-Update. Jetzt sind diese Dinger hier irgendwie. Was ist das, Alter? So ein Smiley oder ist irgendwie damit. Hä? Guck mal, hier ist einmal dieses nette Gesicht und mit diesem Pfeil nach oben ist verschmolzen, Alter. WTF, das ist neu. Läuft, Alter. Läuft. Neues Karrieremodus-Update mal gekommen, Alter. Kommt gefühlt nie, ey. Von daher fresh. Fresche Sache. Okay, dann wollen wir doch mal schauen. Ab geht's, Leute. Gegen Gladbach. Let's go, Alter. Wir müssen das Ding gewinnen, Alter. Come on, Jungs. Boah, zuletzt 3 Siege. Hamburg, Olympiakos und Mainz geschlagen. Scheint gut drauf zu sein, aber wir sind anscheinend auch gut drauf. 3-1 gewonnen. Ronaldo Doppelpack mäßig trifft auch Kramer in der 83. nur mit der glattroten Karte. Und 5 Minuten später Janschke dann sogar nochmal mit einmal weniger zum Anschlusstreffer. WTF. Wie haben die das gemacht? Ich habe keine Ahnung, aber gut, wir haben gewonnen. So, es geht eigentlich nur noch um Platz 1 und um Platz 2 in der Champions League-Gruppenphase. Also weiter sind wir auf jeden Fall, das ist klar. Mois, Ken und Kubo. Aber wir wollen natürlich Erster werden, denn dann kommen wir natürlich in den Lostopf, um gegen die Zweitplatzierten zu spielen. Das wäre natürlich schon ein bisschen frecher, muss man ganz ehrlich sagen. Von daher wollen wir natürlich jetzt. Oh, Neuer wurde verkauft. Nice. Neuer geht zu Valencia, Leute. Krass. Krass, Alter. Neuer. Ich hoffe, du machst es gut in Valencia, ne? Ich will es so hoffen, ey. Ich will es doch hoffen, Alter. So, zack, machen wir das, ne? Und dann wollen wir mal weiterschauen hier. Das, meine Jungs, bleiben trotzdem. Was? Ich habe es nicht immer gelesen, Alter. Ohne Scheiß, am Anfang habe ich mir die Sachen noch durchgelesen. Mittlerweile, ich lese mir gar nicht mehr durch, Leute, weil da immer dieselben Fragen stehen. Ich habe wirklich gedacht, eigentlich fand ich das geil am Anfang. Mittlerweile denke ich mir nur so, ja, gut. Ist jetzt auch nicht das Allergeilste, wenn da die ganze Zeit nur dasselbe steht.
Naja. So, wir packen mal Kubo in den Sturm. Ist jetzt die Frage, ob wir wirklich mit der B11 hier spielen sollen. Aber ich will eigentlich ein bisschen schonen. Ja, auch wenn wir dann vielleicht wirklich den ersten Platz verspielen hier. Aber ich will halt wirklich ein bisschen schonen. Ab geht's gegen Dynamo Kiew, Leute. Mit der B11. Ich hoffe mal, das klappt, Alter. Zuletzt 2x 3-0 gegen Liverpool verloren. 1-1 gegen PSV Eindhoven. Heimspiel für uns. 3-0 gewonnen. Easy, auch mit der B11. Ronaldo, Coman und Serge Gnabry treffen. Nice, das war's von der heutigen Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren. Glock aktivieren, täglich einschalten. Macht ihr 1 Million Likes. Aber check gerne meinen Shop aus, wenn ihr Bock habt auf die nice Designs. Ja, Weihnachtsgeschenk. Ich weiß gar nicht, wann ihr das Video seht. Wahrscheinlich safe später. Jetzt seht das, was für Weihnachtsgeschenk. Checkt einfach aus. Nice Designs, orange, blau, rot, grün, in den 4 Farben. LED-Lampen haben wir noch am Start. Ja, LED-Lampen, Kissen, Kassen, Tonbeutel. Nice Handyhüllen haben wir auch noch am Start. In den 4 Farben. Und gratis Autogrammkarte. Gibt's auch noch dazu. Checkt's mal gerne aus. Ich danke euch, wenn ihr Lust habt, abchecken. Wäre fresh. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Haut rein und ciao.